Ich denke mal, dass wir auch ohne, dass wir die andere Seite sozusagen um Erlaubnis fragen oder mit einbeziehen, sage ich mal. Wir würden ja nicht diese Gedanken, diese Sachen überhaupt kriegen, wenn das nicht so längst erlaubt wäre. Wir würden ja nicht auf diese Ideen Ja, das kann natürlich auch sein. Weil kommen. so wie ich jetzt hier zu deinem Buch geführt wurde, das hier seit 2 Jahren hinter mir steht, Ja, also da denke ich mir auch so. genau. Aber So wir haben muss das das sein. nachgeprüft, wir haben das, Alles, wir was wir machen können, ist auch erlaubt. ja. Natürlich müssen wir dann letztendlich die Konsequenzen auch tragen. Wenn wir es nicht richtig machen, zum Beispiel, dass wir eben einfach sterben, wegsterbseln und dann nochmal die Schule, Klasse durchlaufen können und müssen und so weiter, bis wir es Ja. kapiert haben, was ist und so weiter. Das ist ja Ja. alles immer in der Existenz, nur an den verschiedenen Örtlichkeiten im Universum, wo gerade diese Potenzialzustände realisiert werden. Ne? Und alles, was möglich ist, Es, ist auch immer in der Existenz. genau, es ist, wir wurden auch gewarnt. Ja, Also es auch die Bernhard hat das dann, Bernhard hat das Atlantis, wo wir probiert. waren, die haben ja auch nicht drauf gehört und deswegen sind sie Ja. ja hinten runtergegangen. Die haben, Die haben die haben, also die Antwort kam das zögerlich. übertrieben, ja. Ja. Die Antwort kam zögerlich. Ja. Wir können das machen, aber, Ja, ne, du musst also, immer die Konsequenzen betrachten und darum sollst du genau. ja ganzheitlich sehen. Und dann siehst du auch die Konsequenzen und kannst dich dann darauf an, machst du es oder machst du es nicht. Und letztendlich ist ja ohne Nebenwirkungen zulässig ist ja nur das letztendlich, was dem Leben dient und das Leben weiterentwickelt. Wenn es dagegen quillt, kriegst du irgendwo immer einen Schuss vom Buch, auf Deutsch gesagt. In Ja. irgendeiner Weise. Ne? Und was auch ausgeschlossen sind, die Extreme letztendlich, nach jeder ein oder anderen Sicht. Das ist im Natürlichen nicht vorgesehen, dass die Extreme letztendlich als Singularitäten realisiert werden. Und das ist ja das, was Einstein dachte, das ist eine Singularität und hat nie gesehen, im I steckt ja schon wieder drei Dimensionen und Die drei volle Qualitäten. Trinität Du drin, musst ja. das als qualitativ betrachten und nicht quantitativ. Ne? Ja, Na, genau. darum ja. Ja, überleg mal, wie weit der uns dann Aber Einstein in war die auch falsche viele Sachen Gedenkrichtung. viel weiter in seiner Denke, viel ganzheitlicher in seiner Denke. Er hat ja philosophisch viel und hat es dann nachher erstmal bloß auf die Physik umgewandt. Bloß weil er sich in der allgemeinen Relativitätstheorie selber da den Strick hier um den Hals gezogen hat, nur deswegen ist er nicht weitergekommen. Sonst wäre er nämlich in den 20er Jahren schon auf die einheitliche Theorie gekommen, wenn er auch den imaginären Aspekt mit beachtet hätte. Aber das sollte denn nur der Köcher machen. Für mich muss ja auch noch ein bisschen Arbeit überbleiben. Ja, genau. Das dann. Und der soll es auch so machen, dass er nicht berühmt wird damit, sondern in aller Ruhe seinen Kram fertig macht.